Dieses Buch ist wirklich unglaublich und bewerte es erst, wenn du alle drei Punkte vollständig gehört hast. Du musst nicht von allen gemocht werden ist eine japanische Analyse der Arbeit des Psychotherapeuten und Arztes Alfred Adler aus dem 19. Jahrhundert und der stellte nämlich fest, dass das Glück in den Händen jedes einzelnen Menschen liegt und nicht von vergangenen Traumata abhängt. Im Jahr 2016 beispielsweise fand man schlüssige Beweise für Einsteins allgemeine Relativitätstheorie und über 100 Jahre lang ging ein ganzer Zweig der Physik davon aus, dass diese Idee wahr sei. Es mag riskant klingen, von einer Annahme auszugehen, aber die Wissenschaft hat schon immer so gearbeitet. Alles ist eine Theorie, die darauf wartet, widerlegt zu werden. Daher sollte uns auch das Wiederaufleben alter Ideen nicht überraschen. In der Psychologie beispielsweise haben die Arbeiten von Sigmund Freud und Carl Jung lange Zeit dominiert. Die japanischen Autoren Ishiro Kishimi und Fumitake Koga haben sich jahrzehntelang nämlich mit den Werken des österreichischen Arztes und Psychotherapeuten Alfred Adler auseinandergesetzt und legen nun eine angepasste Version vor, die uns selbst bei der eigenen Suche, nämlich nach dem Glück, helfen soll. Das Ergebnis ist, naja, dieses Buch, was ich schon mehrfach in die Kamera gehalten habe und ist ein sofortiger Bestseller in Japan und auch inzwischen ein weltweites Phänomen geworden mit über 3,5 Millionen verkauften Exemplaren. Und das Buch erzählt die Geschichte eines unglücklichen jungen Mannes, der einen Philosophen am Rand seiner Stadt aufsucht. In 5 Gesprächen hilft ihm nämlich der Lehrer, sein Leben und sein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Hier sind die 3 Lektionen, die dieses Buch lehrt. Es ist gefährlich zu glauben, dass deine Vergangenheit deine Zukunft bestimmt. Wenn du dich darauf konzentrierst, was mit dir nicht in Ordnung ist, suchst du vielleicht immer absichtlich nach Gründen, dich zu hassen. Das meiste, was wir als Konkurrenz empfinden, ist nur erfunden und schadet unserem Glück. Lektion 1. Unsere Vergangenheit bestimmt nicht unsere Zukunft. Das Schlüsselwort in der Freudschen Psychologie ist Trauma. Sie behauptet, dass der größte Teil unseres Selbstbildes bereits in jungen Jahren tief in unserer Psyche verwurzelt ist. Deshalb führen schlechte Erfahrungen in dieser Zeit später zu großen Problemen. Infolgedessen nahm Freud an, dass wir den größten Teil unseres Erwachsenenlebens damit nämlich verbringen, unsere einschränkenden Überzeugungen aus der Vergangenheit zu bekämpfen, zu entwirren und zu überwinden. Adler zufolge ist das nicht wahr. Er stimmte zwar zu, dass wir uns schon früh einen eigenen Lebensstil aneignen, zum Beispiel ob wir Optimisten oder Pessimisten sind, aber er glaubte nicht, dass dies ein fester Bestandteil unseres Charakters ist. Adler vertrat die Idee, dass wir in jedem Augenblick ändern können, wer wir sind. Selbst wenn wir alle unsere Schwächen auf 2 oder 3 Ereignisse in unserer Kindheit zurückführen könnten, was soll's? Naja, man kann sie nur jetzt in der Gegenwart ändern. Wir müssen daran glauben, dass etwas anderes geschehen kann, um alte Muster zu durchbrechen. Und diese neue Perspektive können wir jederzeit wählen. Warum also nicht gleich jetzt? Lektion 2. Sich selbst zu hassen ist in der Regel ein Mittel, um andere auszuschließen und nicht wirklich gerechtfertigt. Einer der Schüler des Autors gab einmal zu, dass er sich selbst nicht mochte, weil er sich seinen eigenen Fehlern nämlich zu sehr bewusst war. Adler teilte solche Fehler in 2 Kategorien an. Objektive und subjektive Minderwertigkeitskomplexe. Objektive Mängel sind beispielsweise solche, die wir messen und bestätigen können. Bist du kleiner als jemand anderes oder hast du weniger Geld als eine andere Person? Aber im Gegensatz dazu empfinden wir diese objektiven als subjektive Minderwertigkeitskomplexe. Im Gespräch mit dem Schüler erkannte auch Kishimi, dass die Mängel, die der junge Mann sah, nicht real waren. Im Grunde erfand er Gründe, sich selbst zu hassen, um sich nämlich von den anderen zu isolieren und so zu vermeiden, nämlich verletzt zu werden. Seine Einsamkeit war die Ursache für sein Elend und nicht die Folge der tatsächlichen Mängel. Adler sagte, die einzigen Minderwertigkeitsgefühle, mit denen wir uns aktiv auseinandersetzen müssen, sind die objektiven. Und aber auch nur dann, wenn sie uns wirklich am Erreichen unserer eigenen Ziele hindern. Die subjektiven Minderwertigkeitskomplexe sind jedoch gar nicht vorhanden. Also sollten wir sie untersuchen, bevor wir nämlich sie für würdig oder unwürdig halten. Ein wunderbares Gegenmittel für dieses Problem ist, wie der Autor Kamal Ravikant nämlich es ausdrückte, Entschuldigung für die Aussprache, sich selbst nämlich zu lieben, als hinge das eigene Leben davon ab. Lektion 3. Konkurrenzdenken zerstört unsere geistige Gesundheit. Mark Twain bemerkte, dass Vergleiche der Tod der Freude sind. Aber noch schlimmer, es ist auch die Geburt des Elends. Dem würde auch Adler zustimmen, nämlich er sah Wettbewerbsgesellschaften als schädlich für unsere geistige Gesundheit
und unser Wohlbefinden an. Heute ist dies ein prominentes Thema in Debatten über westliche und östliche Kultur. In Ländern wie Japan und China gibt es zwar auch Wettbewerb, aber sie sind insgesamt mehr auf Kooperation ausgerichtet, während Nationen wie die USA und Deutschland oder auch Österreich sich wirklich auf individuelle Siegertypen konzentrieren. Das Problem ist, dass man so oder so traurig ist, wenn man glaubt, dass man nur glücklich sein kann, wenn man aus einem Spiel als Sieger hervorgeht. Zum Beispiel, wenn man viel Geld verdient, Likes bekommt oder eine Menge Freunde hat. Die Verlierer fühlen sich schlecht, weil sie verloren haben, und die Gewinner sorgen sich ständig um ihren Erfolg. Adler sah den Zweck der Psychologie in etwas viel Produktiverem, den Menschen zu helfen, mutig zu sein. Wenn wir uns erst einmal von einer engen, wettbewerbsorientierten Denkweise gelöst haben und die Fülle annehmen, werden wir nie mehr das Gefühl haben, dass uns jemand zurückhält. Schließlich gibt es genug für alle, und solange wir an uns selbst arbeiten, können wir alles erreichen, was wir wollen. Und hier habe ich noch etwas für euch, die Fortsetzung dieses wunderbaren Buches, nämlich von Du musst nicht von allen gemocht werden. Das hier ist Du bist genug. Das ist eher im Vergleich zu dem das praktische Buch, und das, was ich euch heute erklärt habe, ist das theoretische Buch. Das heißt, das ist die Fortsetzung und schließt auch diese wunderbare Geschichte ab. Und da kommt der junge Mann nämlich nach vielen, vielen Jahren zum Philosophen wieder zurück und fragt, wie er genau diese Theorien in sein eigenes Leben integrieren kann. Wer sich wirklich noch tiefer für diese Thematik interessiert, der kann sich auch diesen Sammelband hier holen. Da sind nämlich diese drei Hauptwerke: Praxis und Theorie der Individualpsychologie, Menschenkenntnis und der Sinn des Lebens in einem Band vereint. Und ich hoffe, dieses Buch, was ich euch heute auch gezeigt habe, und auch den Einblick in Adlers Philosophie, würde ich auch sagen, hat euch weitergeholfen und kann euch bei euren ganz eigenen Herausforderungen, egal wo ihr euch auch gerade befindet, auf jeden Fall weiterhelfen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute, dass ihr alles hinbekommt. Hier habe ich noch zwei weitere Videos für euch, die euch auf jeden Fall als Ergänzung dienen, weiterhelfen werden. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, naja, dann abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Cheers. Euer Max Krosek.